Was ist heute für ein Tag? Es ist Donnerstag, Wocheneinkaufszeit. Aber ich habe diese Woche nicht viel gebraucht, da ich die Cannelloni letzte Woche gekocht habe und dann nicht gekocht habe, was ich eigentlich kochen wollte, kann ich das heute kochen oder diese Woche kochen. Deswegen habe ich heute nicht viel gebraucht. Dieser Einkauf war $62. $62, $61,99. Ich habe $25 gespart, weil ich wieder alles auf dem Angebot gekauft habe, aber dennoch $62. Ihr werdet gleich sehen, warum. Moment. Ich habe Saft gekauft, die waren im Angebot. Ich wollte Apfelsaft, hatten die aber nicht im Angebot, deswegen habe ich wieder Birnensaft gekauft. Ich habe zweimal Blaubeeren gekauft, das ist die große Größe, 170 Gramm. Einmal für uns, einmal für Oma. Oma hat gemeint, Groß hatte keine. Ich hatte wieder 5 goldene Kiwis gekauft. Ich muss jetzt die Kiwis jetzt noch ausnutzen. Die gehen bald aus der Saison raus. Ich habe 2 Bananen gekauft. Ich habe Multipurpose Wipes gekauft. Die benutzen wir mal, um hier und da was sauber zu machen. Und ich habe English Muffins gekauft. Ich wollte Crumpets kaufen, aber hatten die keine. Das waren irgendwie 4,40 für 6 Crumpets. Dann habe ich English Muffins gekauft. Die waren im Angebot. Schmand. Ich möchte Beef Stroganoff machen. Und dreimal mein Lieblingsjoghurt. Feige, Erdbeere und Aprikose. Und das ist halt, das war $2. Das sind Stickers. Mein Kind liebt Stickers. Wir dekorieren mein Kind ihren Stuhl. Den zeige ich euch später vielleicht um Batterien. Die Batterien waren auch im Angebot, halber Preis, anstatt 27 waren die 13,50 oder was auch immer halber Preis von 27 ist. Brauche ich heutzutage für alles, überall, Spielzeug, meine Waage funktioniert nicht mehr und ja, jetzt kaufe ich zahllose Batterien, aber das war halt das teuerste, das war 8,50, der Rest war eigentlich okay, das war nur $2. Anyway. Das war der Wocheneinkauf heute. Nicht wirklich spektakulär.